Wir sind heute hier bei diesem Event, um uns anzuschauen, was unsere externen Entwickler, die wir beauftragt haben, einige Ideen zu entwickeln, heute mitgebracht haben. Ganz konkret haben die eine Idee ausgearbeitet, die Kunden die Möglichkeit gibt, über entsprechende Sensoren und entsprechende Technik im Kühlschrank herauszufinden, ob irgendwas an den Lebensmitteln dort nicht mehr in Ordnung ist. Die Fragestellung, die wir hatten, ist, ist das Lebensmittel, was ich in der Küche verwende, ist das noch frisch? Wir haben dann zwei Szenarien angeguckt. Das eine Szenario war die Kaffeebohne, ist der Kaffee noch frisch? Das zweite Szenario war die Erdbeere, ist die Erdbeere reif? Und wir haben über diesen Sensor jetzt eine Möglichkeit, das wirklich zu messen. Also die Qualität nicht nur selber als Experte riechen zu können, sondern über so einen Sensor dann auch in Zahlen festhalten zu können. Die Kaffeebohnen, die sind ja normalerweise in einem Tank, in der Kaffeemaschine gespeichert, gelagert. Und wir haben unseren Sensor in diesen Tank eingebracht. Und wir können jetzt beim Einfüllen schon Werte messen. Wenn jetzt die Bohnen länger im Tank bleiben, wird dieser Wert immer ein bisschen absinken. Über diese schnellen Prototypen kommen wir viel schneller zu solchen Ergebnissen, um zu zeigen, wo sind eigentlich die Herausforderungen, als wenn man über Monate forscht und irgendwelche Excel-Sheets mit Zahlen ausfüllt. Das Erleben ist das Entscheidende. Für uns ist es wichtig, unsere Services für unsere vernetzten Hausgeräte weiterzuentwickeln, zu optimieren und uns dabei Impulse zu holen von externen Entwicklern, die wir möglichst kurzfristig umsetzen können und vor allen Dingen auch einen echten Mehrwert bieten für unsere Kunden, den wir möglichst zügig dann über unser HomeConnect-System anbieten können.